ein Ex-Agency-Mitarbeiter Rico Rodriguez. Seit unserem Rückzug aus Medici war sein Aufenthaltsort unbekannt. Ist verantwortlich für die Absetzung mehrerer Staatschefs. Die Schwarze Hand hatte schon mit ihm zu tun, in San Espirito. Dort hat er unseren Arbeitgeber ermordet, Präsident Salvador Mendoza. Außerdem sorgte er auch in Medici für den Sturz von Sebastiano Di Ravello. Obwohl die Agency auch involviert war, das ist sein Kontakt, Tom Sheldon. Wissen wir, dass Rodriguez persönliche Gründe hatte, Medici zu befreien. Sie haben mir schon mal von dem Mann erzählt, Kommandant Morales. Wir bereiten einen Test vor. Können wir zur Sache kommen? Natürlich, Señor Espinosa. Laut unseren Daten ist er der Sohn von Miguel Rodriguez. Meinem Miguel Rodriguez? Und? Und er ist hier, in San Luis. Jetzt. Also, das ist die Superwaffe meines Vaters. Projekt IAPA. Er war ein guter Mensch. Ein Wissenschaftler. Kaum zu glauben, dass er dieses Ding gebaut hat. Mein Onkel war auch ein guter Mensch. Und beide sind jetzt tot. Viele offene Fragen, hm? Zeit für ein paar Antworten. Du schaffst das nicht alleine. Ich hab Leute, die uns helfen. Mira, ich hab sowas schon mal gemacht. Das hier ist anders. Ich komm klar mit schlechtem Wetter. Das ist mehr als schlechtes Wetter, Rico. Hör doch bitte auf mich. Mira, ein Plan ist eine Liste von Dingen, die schiefgehen können. Meine Listen sind meistens kurz. Halt dich bereit. Wenn ich dich mit der Konsole verbinde, musst du Espinosa schnell finden. Er beantwortet meine Fragen, wir zerstören Projekt IAPA. Abgemacht? Hm? Na gut. Dann viel Glück. Oscar Espinosa redet dann hoffentlich. Kommunikationscheck. Höre dich laut und deutlich. Ich behalte deinen Fortschritt aus sicherer Entfernung im Auge. Die Straße ist durch eine Mauer abgetrennt. Kommst du darüber? Okay, wohin jetzt? Halt auf die Lichter auf der anderen Seite des Tals zu. Das ist ein verdammt großer Turm. Espinosa hat versprochen, dass er die Welt verändern wird. Keine Tornados und Hurricanes mehr. Und die meisten Menschen in Solis glauben ihm. Projekt IAPA wird ab heute kein Problem mehr sein, Mira. Falls dein Plan funktioniert. Er wird funktionieren. Geschafft. Gut. Folge den Rohren. Dann lernst du die Schwarze Hand kennen. Ich kenne die schon. Bin auf dem Weg nach oben. Ich schalte ihn aus! Verpiss dich!
Die waren nicht sehr angetan davon, dass ich mich umgeschaut habe. Die Schwarze Hand ist eine Gruppe von bestens ausgebildeten Söldnern, die von Espinosa kontrolliert wird. Seine eigene Privatarmee. Und noch dazu eine ziemlich gute. Nicht gut genug. Ich sehe die Vorsprünge. Dann bist du richtig. Kommst du irgendwie rüber? Kein Problem. Ich bin bei Projekt Iyapa. Rico, weiter im Gebäude ist eine Konsole. Ich weiß nicht so genau, wie ich du... Ich finde schon einen Weg. Über die Entlüftung da hochkommen. Achtung, Achtung! Senior Espinosa bittet alle Mitarbeiter, sich nach drinnen zu begeben. Es steht ein Test des Projekts Iyapa. Finde diese Konsole. Du solltest besser nicht da draußen sein, wenn der Test losgeht. Fast fertig. Bis dann. Stopp, stopp, stopp!
Okay, Mira, ich habe die Konsole gefunden. Gib mir eine Verbindung und ich finde Espinosa für dich. Du bist drin, Mira. Okay, bleib in der Nähe der Konsole, sonst verliere ich meine Verbindung. Alle Einheiten! Der Feind hat Zugriff auf das Netzwerk. Halte den Eindringling um jeden Preis auf. Oh, Scheiße. Halte sie einfach etwas auf. Ich finde ihn so schnell wie möglich. An alle Einheiten! Tötet den Eindringling! Sie versuchen's doch schon, meine Liebe. Hier sind eine Menge von der schwarzen Hand. Ich bin durch das Sicherheitssystem. Halt noch ein paar Sekunden durch, dann kannst du los, Rico. Ich suche ihn. Klar, lass dir ruhig Zeit. Ganzer Aufwand und dann ist er ganz oben. Dass er noch lebt, ist unwahrscheinlich. Er ist kein gewöhnlicher Mann, Señor Espinosa. Ja. Wir sollten lieber sicher gehen. Ja, Señor Espinosa. Mal sehen, was Projekt IAPA bewirken kann. Señor. Es dauert einen Moment, bis der Kern die volle Leistung erreicht. Könnten Sie ihn bis dahin etwas beschäftigen? Hier ist Kommandant Morales. Wir haben hier eine Bedrohung. Aktiviert IAPAs Abwehr. Setzt alle Geschütztürme ein. Die Frau, mit der Rico am Flughafen war. War das etwa... Ja. Dann kümmere dich drum. Mit Vergnügen. Hier ist Mira. Bitte antworte. Mira? Kommen, Rico. Bitte antworte. Mira! Rico, du meine Güte, du lebst. Ich hatte kein GPS. Ja, mein Enterhaken ist kaputt. Und mein Wingsuit, Fallschirm. Und ein paar Rippen. Ich muss das reparieren. Ich habe Werkzeug in El Abismo. Wo genau bist du? Im Wald. Keine Ahnung. Ich schicke dir meine Koordinaten. Hoffentlich klappt's. Okay. Wir sehen uns dann. Scheiße. Ohne meinen Enterhaken fühle ich mich, als würde mir ein Arm oder Bein fehlen.
Hier müsste ich richtig sein. Ich habe noch nie so etwas wie Iapa gesehen. Mira könnte recht haben. Mira, ich bin in El Abismo. Die Leute hier haben offenbar keine Höhenangst. Du doch auch nicht. Stimmt, aber normalerweise habe ich einen Fallschirm. Ich weiß. Hast du den Sturm letzte Nacht mitbekommen? Ich habe mich in eine Decke gelegt. Hast du die Seele voll? Scheiße. Was ist passiert? Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Ein Heli der schwarzen Hand? Das ist nicht gut. Das ist die schwarze Hand. Was? Ziemlich schnell leergefegt. Die Hälfte der Leute, die hier lebt, versteckt sich vor Espinosa und seiner schwarzen Hand. Seht ihr sie? Siehst schlimm aus. Wasser? Die schwarze Hand durchsucht das Dorf. Passiert das öfter? So gut wie nie. Vielleicht gab es einen Angriff auf ihre Wetterstation. Werkzeug? Danke. Ich glaube, ich schaffe Projekt Iapa nicht alleine. Das stimmt. Ich gebe zu, ich lag falsch. Du hattest recht. Ist das etwa ein Notsignal? Dachte, für dich existiert die Agency nicht mehr. Hilf mir dabei. Was tun wir wegen Iapa? Wegen des Blizzards und wegen der Geschütze komme ich nicht nah genug ran. Ich habe da ein paar Ideen. Lass hören. Warte. Hör zu. Ihr Handeln in den nächsten Minuten entscheidet über das Schicksal dieser Gemeinde. Ich bin Kommandant Morales. Jahrelang habe ich El Abismo toleriert. Zur Erhaltung von Recht und Ordnung in Solis habe ich diesen Ort als Unterschlupf für Kriminelle und Gauner bislang geduldet. Aber letzte Nacht wurde ein Anschlag auf die Projekt Iapa-Einrichtung verübt. Dabei wurde der Täter von einem hiesigen Verschwörer unterstützt. Wer ist das? Gabriella. Sie hat meinen Onkel umgebracht. Sie weiß, dass wir zusammenarbeiten. Wenn Mira Morales nicht sofort übergeben wird, bin ich gezwungen, eine eingehende Untersuchung durchzuführen. Dann wird jedes Haus durchsucht. Jeder einzelne Ausweis wird kontrolliert. Und sämtliche Vergehen werden umgehend bestraft. Du! Luis! Wo ist Mira? Wo? Ich muss das beenden! Gabriella! Lass ihn gehen, Cousine! Wenigstens bist du nicht feige. Wenn dein Vater dich jetzt sehen könnte, würde er sich für dich schämen. Ihr Verräter könnt dann ja über eure Enttäuschung sprechen. Im Gefängnis. Bringt sie in meinen Hubschrauber. Mira!
Wir haben wohl einen Aufstand ausgelöst. Wir haben die Leute damit hineingezogen. Ohne sie haben wir keine Chance gegen Projekt IAPA. Tja, sie brauchen mehr Waffen. Also, am Ende dieser Straße gibt es eine Fabrik. Die ist verlassen. Kaskios Vassios. Vor Jahren hat die Schwarze Hand dort Waffen hergestellt. Sehen wir sie uns an. Louis, richtig? Kümmer dich um die Leute. Jeder, der kann, muss gegen die Schwarze Hand kämpfen. Schaffst du das, Sargento? Ja, Senor. Mira, ich muss mich um meine Ausrüstung kümmern. Ich treffe dich bei der Fabrik. Hoffentlich funktioniert das. Das wird schon. Spring einfach. Ha, perfekt. Hey Rico, ich bin's, Luis. Ich meine Sargento. Mira und ich treffen dich in Kaskios Vassios. Das ist die Fabrik? Sargento und Izzy haben ein paar Nachforschungen angestellt. Sie können dir helfen, den Laden zum Laufen zu bringen. Wer ist Izzy? Hallo, ich bin die Hackerin. Hallo. Spiel, was du hast. Auf deine AR-Linse auf. Mira hat's mir gesagt, ist schon erledigt. Du hast eine AR-Linse? Einen kleinen Computer im Auge? Sowas in der Art. Los, fangen wir an. Okay, Sargento. Dann lass mal hören. Alles klar. Deine Mission sieht wie folgt aus. Die Fabrik braucht Strom, aber die Türen zum Schaltraum werden durch Notgeneratoren verschlossen gehalten. Die Mission übernehme ich gern, Sargento. Deine AR-Linse zeigt dir, wo du suchen musst. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gabriella weitere Truppen der Schwarzen Hand schickt, um uns aufzuhalten. Wir brauchen dringend Waffen für diese Leute. Treibstofffässer. Das hat funktioniert. Der Generator ist gut abgeschirmt. Kannst du ihn abschalten? Ich glaube, ich bekomme die Abschirmung mit meinem Enterhaken runter. Ein Generator ist erledigt. Ja, dann noch zwei. Du weißt, wo du zu suchen hast. Erledigt, noch einer übrig. Ich höre den Funkverkehr der Schwarzen Hand ab. Sie sind unterwegs. Mach schneller, Hardware. Hm.
Da ist der letzte Generator. Die Generatoren sind alle ausgeschaltet. Und die Türen haben sich soeben geöffnet. Es sind Helis und Bodentruppen hierher unterwegs, Rico. Bring den Laden besser zum Laufen, sonst müssen wir mit Stöcken und Stein kämpfen. Ich gehe rein. Finde die Sicherungen und leg sie um. Da brauche ich meinen Enterhaken. Da ist die andere. Die Sicherungen sind aktiv. Und die schwarze Hand ist fast hier. Aktivier einfach die Hauptüberbrückung. Wir sind im Geschäft. Rufen wir alle zusammen. Sag, wenn's losgehen soll. Jetzt machen wir sie fertig. Rico, du solltest wieder rausgehen. Die Waffen kamen zur rechten Zeit. Die schwarze Hand macht sich auf der anderen Flussseite bereit. Wir werden es ohne zusätzliche Kämpfer aber nicht schaffen. Irgendeine Idee? Wir wurden zu Soldaten seit deiner Aktion in den Slums. Stifte noch mehr Chaos, dann werden noch mehr kommen. Eine ganze Armee des Chaos. Das wolltest du also von Anfang an? Oscar Espinosa gehört diese Insel. Wenn die Leute hier kämpfen, verlieren sie ihre Jobs und ihr Zuhause. Und außerdem haben sie kaum eine Chance gegen die schwarze Hand. Wir haben dasselbe Ziel, Rico. Du hilfst den Leuten gegen die schwarze Hand und wir helfen dir mit Oscar Espinosa. Okay, Mira. Ich bin einverstanden. Was nun? Ich habe eine Idee, Rico. Ich schicke dir auf der AR-Linse mehr Informationen. Eine ganze Armee des Chaos. Richtig. Armee des Chaos.
Ich bin's, Luis, El Sargento. Hör zu, ich habe ein paar meiner Leute zusammengerufen und wir haben eine Überraschung für dich. Hier, ich schicke dir meine Koordinaten. Schieß auf den Gegner! Weiter! Dann mal los!
Finde den Gegner! Suche nach Feindbeenden. Nehmt eure Patrouillen wieder auf. Schwarzen Panther. Beladet den Truck. Wir verschwinden in 60 Sekunden. Hast du den Überfall geplant? Ja. Das meiste von dem Zeug hier ist schwarze Hand Standardmunition. Aber ich habe noch die hier gefunden. Wir wollten aber nichts riskieren. Wir haben noch mehr davon im Truck. Guter Fund, Sargento. Die könnten nützlich sein. Hat jemand einen Schraubenzieher? Willst du das an deinen Haken machen? Geiler Scheiß. Du musst lernen, mit dem zu arbeiten, was du findest. Und was hast du damit vor? Wie geil, Mann! Die schwarze Hand kommt, Sargento! Scheiße. Hör zu, ich fahr den Truck. In der Nähe wartet ein Hubschrauber auf uns. Ich pass auf, dass du da heil ankommst. Vielen Dank, Kumpel. Lasst uns abhauen!
Leute, sie kommen! Dann mal los! Ein Dutzend der schwarzen Handbastarde aufnehmen kann. Du könntest mindestens mit 100 von ihnen aufnehmen. Ich hab doch gesehen, was du kannst. Du bist ein echter Scharfschütze. Ich bin schon berühmt, aber ich leide dir gerne. Eine Hand wäscht die andere. Dann mal los! Diese Sache mit dem Balance ist ziemlich cool, oder? Ich glaube, das wird uns nützlich sein. Wo hast du denn gelernt, einen Hinterhalt vorzubereiten? In El Abismo kamst du aus dem Nichts und die schwarze Hand war völlig von der Rolle. Das war super. Was? Was ist das da auf der Straße? Muss ja ein ordentlicher Kampf gewesen sein. Irgendwelche Ideen, Rico? Oh ja, genau eine. Moment, willst du dieses neue Hebeding beim Wrack einsetzen? Super! Siehst du, genau das meine ich. Solche Sachen. Glaubst du, ich wäre ein guter Agent? So wie du? Augen auf die Straße, Sargento. Ich glaube nämlich, ich habe das Zeug dazu. Ich wollte immer schon etwas Bedeutsames tun. Es ist kompliziert, Sargento. Gut, gut. Dann später. Scheiße! Schon wieder? Ich mach den Weg frei. Probier diese Ballondinger auch mal mit den Mistkerlen der schwarzen Hand aus. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Bestätigt. Eindringling auf dem Gelände. An alle einer. Wie dem auch sei. Ich habe im Leben gelernt zu improvisieren. Und? Wenn man im Slum aufwächst, die Mutter ist tot, der Vater längst verschwunden. Da erkennt man so manches. Das hier funktioniert für mich, Sargento. Finde du das, was für dich funktioniert. Okay, schätze ich. Fürs Erste reicht es, wenn du uns zum Abholungspunkt bringst. Abholung? Oh, scheiße. Ich muss die Jungs rufen. Kriegst du das hin, Rico? Gut. Tukan? Tukan, hier Lama. Abholung an Station Bravo. An Station Bravo. Das haben wir doch geklärt. Okay, okay. Wir warten dann. Ende.
Es läuft ganz gut. Bei der ersten Mission ist es doch klar, dass es ein paar Schwierigkeiten gibt. Konzentrier dich aufs Fahren, Sargento. Sie sind immer noch hinter uns her. Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach ihm offen.